So, da sind wir wieder bei Twine 2 und sind immer noch in den Pilzhöhlen unterwegs, nachdem wir endlich den dunklen Garten hinter uns lassen durften. Müssen wir jetzt auf Riesenpilzen rumhüpfen? Gibt es da drüben was Tolles? Da gibt es auf jeden Fall wieder solche spuckenden, giftspuckenden Blumen, die ganze Felswände auseinandernehmen können. Wow. Euch habe ich ja sowas von gar nicht vermisst. Ich glaube, der war gerade unglücklich, weil wir ihn in seinem eigenen Baumhaus gestört haben. An der Spuckpflanze kommen wir leider nicht so vorbei. Wie geht das jetzt? Geht das so? Nein, das war zu klein. So geht das. Endlich. Dann hauen wir das hier einfach weg. Wir können nach hier oben. Und das hier ist ja jetzt einfach. Hier müssen wir nur aufschießen und die Pflanze bewässern. Ja doch. Die Statue sieht ein wenig wie die Frau von Amadeus aus, wenn sie sauer ist. Ich glaube, du hast recht. Na, das war jetzt mal ein toller Witz. Also, Amadeus hat eine tolle Frau. Und hier sieht man schon wieder im Hintergrund diese Zahnräder rumliegen. Jetzt müssen wir sogar über diese Pflanzen schon drüber springen. Abziehen sie nicht mehr alle. Und ja, selbst die Umgebung hier sieht etwas... Naja. Einladend aus. Wow. Ja, genau. Tötet euch gegenseitig. Komm, schieß noch mal. Dankeschön. Hier, ich habe ein Geschenk für dich. So. Und jetzt hier hoch. Danke. Nein, hier kann ich... Ja, ich dachte, ich könnte hier auf die andere Seite. Gibt es hier oben noch was? Wow, ja, hier gibt es noch ein kleines Versteck. Sehr schön. Tong, tong, tong. Dann will ich doch mal schauen, was hier oben ist. Nichts, wie mir scheint, aber... ja. Gut, das belebt ihn wieder. Mein Krieger. Aber das wird hier, sieht mal wieder richtig schick aus. Gibt's hier unten was? Ja, hier unten gibt's was. Müssen wir nur so ja wiederbeleben. Und das jetzt so oft probieren, bis wir es schaffen. Warum kann ich mich nicht da dran festhalten? Hä?
So, hilft das hier vielleicht? Na, das hilft, dass wir nicht mehr runterfallen können. Da unten ist definitiv was. Aber wir können uns halt nicht richtig festhalten. Nein, das ist zu lang gewesen. Versuchen wir erstmal das hier mit dem Wasser. So. Kann man sich ja diesen Explosionsfässern festhalten? Ja, kann man. Aha, das klappt. Aha, das hat geklappt. Das kann ich mich komischerweise auch an dem Ding festhalten. Wollt ihr mich veralbern? Gut. Du fast kannst da liegen bleiben. Denn jetzt geht's für uns hier rüber. Bogenschütze töten. Und jetzt kommen die hier. Wieder mal. Der Felsen sieht so aus, als wäre er hilfreich. Ja, selbst unser Magier ist stark genug, diesen Felsen zu verschieben. Und hier sieht das doch mal wieder richtig schön aus. Oh, ein Bekannter. Was essen diese Kreaturen? Es muss hier etwas im Wasser sein. Oder vielleicht ist es die Erde. Ich kann nicht erwarten, es herauszufinden. Okay, der da scheint nicht ganz so... Er scheint nicht feindselig zu sein, der Junge. Nettes Schneckchen. Glitschiges Schneckchen. Dort ist unten ein Weg. Da sind oben wieder Zerg. Und ja, ich glaube, das soll ein Riesenspinn sein eigentlich. Aber für mich sehen sie aus wie Zerg. Wow. Hebel können wir leider nicht so umlegen. So, wenn wir hier eine Kiste hinstellen, ist das Zeug immer noch giftig. Okay. Nein, runterfallen ist auch keine gute Idee. Hebel umlegen können wir vergessen irgendwie. Ah. Na, sieh mal einer an, was haben wir hier?
so. Frischluft. Ein Sammelgebäude mal wieder. Oh, sieht aus wie eine versunkene Stadt. Manchmal muss man wirklich genauer hingucken. Nein, ich will nicht da. Ich will da hoch, genau. Aber nicht so. Komm. Hoch. Dankeschön. So. Wieder solche Kabum-Kisten. Und hier scheint es noch mehr Zerg zu geben. Genau, die sehen wirklich aus wie Zerglinge. Könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt? Das sind Zerglinge. Wow, wow, wow. Du kommst weg. Ganz schnell weg. Da. Da unten ist noch ein Zwerg. So, jetzt ist es ein toter Zwerg. Darüber zu kommen ist jetzt die andere Sache. Glaube nicht, dass die Kisten hier helfen oder reichen werden. Oh, aber sie so aufspießen. Das würde reichen, um sich darüber zu hangeln. Aber ich will erstmal darüber. Erstmal kurz wieder heilen. Und nicht darunter fallen, nein. Aber die Idee ist gut. Nur die Kiste war im Weg. Ich würde gerne wieder nach da oben, bitte. Und ja, ich war auch schon mal besser in sowas, ich gebe es zu. Nein. Komm doch da drüben hin. Wartet's nur ab. Nachdem ich ein paar Mal runtergefallen bin, natürlich. Wenn ich noch ein paar Mal gestochen habe. Nö. Na gut, dann lassen wir die eine Erfahrungsfiole eben Erfahrungsfiole sein. Ich glaube nicht, dass da drüben noch was anderes Wichtiges ist. So, dann gehen einfach hier weiter. Aber die Erfahrung da oben hätte ich gerne. Ja, danke. So, an den beiden Spuckplatzen vorbei. Und da gibt es hier an dieser Stelle
erst einmal wieder einen Cut. Bis gleich.